Ich glaube, keiner hätte damit gerechnet, dass es so extrem eskaliert. Mit anderen Worten, die beste Konfro-Folge. Du hast doch einen Freund. Was ich habe keinen Freund. Die ganze Sendung in drei Worten. Die ist verrückt. Sie zerfleischen sich alle. Ich würde ja viel lieber mit was anderem rumhängen. Ich wollte das nicht. Philipp, was hast du? Keine Ahnung. Willkommen zur besten Folge Bachelor in Paradise. Marco ist heute komplett durchgedreht. Die Stimmung ist so heiß beim Gruppendate, Marco wollte schon direkt sein Handy zücken. Daniel, du kannst das doch bestimmt. Ja. Ja, zeig mal, was du kannst. Sorry, aber unser Pilot kann natürlich nur fliegen. Warum glaubt das eigentlich keiner? Okay, nice. Ich bin überall, wo gute Stimmung ist. Das werden wir heute noch ganz genau sehen. Die erste neue Kandidatin steht vor der Tür. Ich bin die Steffi. Ich hätte es schöner gefunden, wenn du das ein bisschen durchblicken lassen hättest. Er hatte doch Gefühle, nur halt keine guten. Ich hatte keine Lust mehr auf meine Extensions. Ich dachte mir, fürs Paradies ist es einfach pflegeleichter. Na, du bekommst vielleicht die billigen Extensions aus Steffi, aber das Billige niemals aus Steffi. Ich hoffe, das kommt gut an. Ich denke mal so, neue Friese, neuer Mann. Und ich weiß auch, was ich von einem Mann möchte. Alimente. Ich möchte dich erkannt wegen deinen Haaren. Ich denke mir so, oh nicht. Ja, das ist nicht so mein Typ. Das kann ich dir nicht sagen, auf wen die steht oder wer auf sie steht. Also, ne, sie ist ja eine Frau, sie hat mehr als ein Bein, dann im Zweifel doch Daniel, oder? Auf den ersten Blick finde ich den Alex ganz nice. Okay, nice. Wie geht's dir? Gut. Aber sonst ist alles gut? Ja. Ist das Essen? Gut. Alex' Interesse ist in etwa so groß, wie ihre Extensions lang sind. Als Steffi reingekommen ist heute, habe ich gedacht, so, aber hätte dem ich mal eine vernünftige Frau hier reinpacken können. Du weißt aber schon, dass das ehemalige Bachelor-Kandidatin sein müssen, also nein. Ja, und außerdem sollte Alex ja auch viel lieber die Janine Christine daten, eine Friseurin als feste Partnerin, das wäre vielleicht schon von Vorteil. Unser Traumpaar Nathalie und Michi haben das erste Einzeldate. Es war einfach Romantik in der Luft und es war sehr schön. Beide sind perfekt ausgeleuchtet. Noch romantischer ist es nur im Frankfurter Bahnhofsviertel. Und ich kann weiterhin einfach nicht verstehen, warum bei Tim in diesem Jahr überhaupt keine romantische Stimmung da aufkommen wollte. Weißt du, du weißt schon alles über mich. Wie viele Ex-Freunde? Vier. Aber nie lange. Ich bin gerade dreieinhalb. Viereinhalb. 3,5 Freundinnen oder wie Yannick sagen würde, aktueller Beziehungsstatus. Ja, es gab dann noch quasi einen zweiten Nachttisch. Oh, eine Karte. Nathalie und Michi, ihr habt die Möglichkeit, die Nacht gemeinsam hier zu verbringen. Entscheidet euch, ob ihr viele Spaghetti al dente haben wollt oder, Nathalie, ob dir vielleicht sogar eine lapprige Nudel reicht. Entscheidungen treffen kann ich auch nicht so gut. Dann anbei ein Symbolbild, für was sich der Michi entscheidet. Da dürfen auch die anderen Singles natürlich nicht zu kurz kommen. Ah, jetzt wissen wir auch, warum Yannick nicht dabei ist. Deine Sch**s ist natürlich immer bei Bodybuildern so. Marco ist ja Schauspieler und ja, wir erinnern uns alle an die Rolle seines Lebens, Dumm und Dümmer. Ich muss allerdings sagen, ich mag ihn inzwischen tatsächlich. Ja, machst du dich noch fertig? Könnt mich mal. Ich dachte, du wolltest duschen gehen. Ungeschminkt ist tatsächlich viel besser. Wenn sich Sam fertig macht, sieht sie richtig fertig aus. Achso, und was Alex natürlich meint. Ja, wenn wir fertig sind, können wir ja mal zusammen duschen, denn. Nein. Oh, das sieht alles so yummy aus. Oh, Jade will wohl in diesem C&A-Karnevalskostüm Modell Dorf der Wendler-Freundin Konkurrenz machen. Den Titel Arsch am häufigsten in die Kamera gehalten wird sie allerdings nicht so schnell hergeben. Immerhin hat sie ja zwei, die sie zeigen kann. Wir haben einen Teller zu viel. Einer. Ja, den Zahlenraum bis 10 kennen sie erstaunlich gut. Wir alle dachten, das ist der Topmodel-Ausspuckteller, damit man das Essen nicht schlucken muss. Aber nein. Einer. Warten wir einfach, bis die kommt. Warum sie? Er? Da haben wir natürlich schon spekuliert. Seid ihr euch da ganz sicher, dass da noch jemand kommt? Ich habe ja zu 96% damit gerechnet. Ich wollte mir nicht zu 100% sicher. Ich bin verwundert, dass Marco weiß, dass 96 plus 4 100 ergibt. Dann wird es wohl stimmen und tatsächlich die neue Kandidatin kommt. Ich bin Kimberly, ich bin 26 Jahre alt. Ich bin jetzt keine Zicke und Ironie oder Sarkasmus bedeutet ja auch nicht zickig zu sein. Aha, ist ja alles schön und gut. Aber muss man nicht bei einer Bachelor-Staffel dabei gewesen sein, damit man hier teilnehmen darf? Ich suche tatsächlich Liebe. Sie meint das Gefühl, was die anderen Fame-Junkies für ihren Insta-Follower-Counter empfinden. Hallo. Hi. Der erste Gedanke war gewesen, ja, super Hut auf jeden Fall. Hat sie sich sehr gut ausgesucht. Der Unterschied ist ganz einfach. Sie trägt Stroh auf dem Kopf und er, gut, lassen wir das. Damit hat Marco dann halt leider auch die maximale Anzahl an möglichen Gedanken pro Woche aufgebraucht.
Der Konkurrenzdruck bei den Ladies steigt. Ganz ehrlich, hier kommen die ganze Zeit nur Frauen rein. Bis jetzt sind kaum Männer reingekommen. 4 Mädels sind eigentlich lost und haben so gar kein Gerade. Ja. Weißt du, wie ich meine? Jade kennt diesen Konkurrenzkampf ums Revier natürlich sehr gut von der Reeperbahn. Klar ist die da jetzt sauer, dass sie den hier selbst im Urlaub fortsetzen muss. Die Männer zeigen ihr erstmal die Villa und alle Sehenswürdigkeiten. Kimberly kann sich geehrt fühlen. Das ist ein super Privileg, was hier nicht jede Kandidatin erwarten wird. Schau mal, Kimberly, hier ist das Wohnzimmer. Das da zum Beispiel ist der Daniel, ein völlig skurriler Typ, der gerne Pilot wäre, ist es aber nicht. Wenn du ein Buch lesen möchtest, kannst du dich natürlich auch da hinsetzen. Marco hat gesehen, dass sowas schon mal jemand hier gemacht hat. Wer sagt ihm, dass die Datecards Briefe sind? Also ich habe jetzt kein anderes Mädchen gesehen, das so vom Typ her ist wie ich. Lustig, wie sie nicht von einem Schönheitschirurgen verschandelt ausspricht. Natalie und Michi wissen das auch. Sie wollen die erste ungestörte Nacht gemeinsam verbringen. Küssen ist wirklich der Endschnitt. Das ist so das, was ganz Intimes. Und Jade so. Während die einen ihre Gefühle vertiefen, reißen bei den anderen neue Gräben auf. Sorry, aber die Sam ist doch bestimmt auch schon über 40. Da ist das ganz normal mit den Falten. Also was Daniel betrifft, weiß ich gerade überhaupt nicht. Es ist alles so ein bisschen komisch. Hast du gut geschlafen? Super geschlafen habe ich. Hab ich gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob Daniel nicht mit Nachnamen Cringe heißt. Wie hat er das gesehen? Es gibt doch getrennte Schlafzimmer. Oh. Alles gut? Ja. Schön? Ja. Ja, anscheinend ist eh kein Mann da, der sich interessiert für dich. Wenn ich das arrogant sagen darf, ich wüsste nicht, für wen außer mich du dich hier sonst entscheiden solltest. Das ist so, als wäre man gezwungen, das neue Wendler-Album zu kaufen. Nein. Unangenehm, unangenehmer Daniel. Wobei, er hat ja eigentlich eine sehr gute Eigenschaft, abfliegen. Wenn du sagst, du brauchst hier drinnen eine Frau, die dir Nähe schenkt, dann bin ich auf jeden Fall nicht die Richtige. Komm. Aber ich dränge dich doch zu nichts. Wenn du sagst, du gehst ich glaube eher, dass ich es auf eine sehr süße und liebe Art und Weise mache. Um beim Bild von eben zu bleiben, noch nicht mal das billige und aufdringliche Wendler-Parfüm ist so aufdringlich. Nur ganz eventuell verwechselt er sympathisch mit unsympathisch. Das ist richtig gemein mit mir. Massage wolltest du unbedingt deine haben. Ja, aber ich wollte von Nat an die eine haben. Ja, das ist nervig. Das ist einfach nervig. Aber genau oft so stehe ich und du nicht. Genau. Aber trotzdem respektiere ich dich. Also, Leute, ich halte das nicht mehr aus und es wird wirklich noch unangenehmer. Wir müssen stark sein, aber damit willkommen zum fortgeschrittenen Kurs von wie man ein schmieriger Lappen ist. Okay, jetzt muss ich ja erstmal von dieser Couch runterfallen. Ich muss ganz dringend pinkeln. Und ich... Und zwar so viel, wie ich in meinem Leben noch nicht gepinkelt habe. Sam will also Abstand und er hat es jetzt hoffentlich zumindest mal wahrgenommen. Ach, diese Frauen, immer. Ich würde ja viel lieber mit was anderem rumhängen hier. Okay, Daniel, kannst du das bitte lassen? Ernsthaft, kannst du das lassen, bitte? Stopp, das ist unerträglich und ich kenne alle Schwiegertochter-Gesucht-Staffeln. Apropos rumhängen, Sam hat eine sehr gute Idee, was man mit Daniels Gehänge so machen könnte. Entweder es kippt jetzt wirklich bis zur Stelle 10 oder wir halten das zusammen durch. Lass mich bitte nicht allein. Frauen, die schmollen, soll man am besten einmal quer übers Gesicht lecken, habe ich mal gehört. Ich sag zu dir vorhin, was irgendwie diese Tachi-Tachi und so angeht und dann kommst du irgendwie von hinten und... Wo komm ich von hinten? Ja, dass du mich so umarmst, Jana. Ich hab ja diese Umarmung absolut freundschaftlich gesehen. Du hast nie gesagt, dass du das nicht magst. Daniel ist so unangenehm. Also ja, er ist heute natürlich schon mehrfach gekommen, aber ja nicht von hinten. Was Daniels Freunde jetzt in diese Situation zu ihm sagen würden? Genau, welche Freunde? Für die neuen Kandidatinnen ist das Ganze natürlich auch super schwierig. Auch wenn ihr alles sagt, so, das ist so noch nicht vergeben. Ja. Für mich gibt es 3 Pärchen. Wir 5 stehen hier komplett auf dem Schlauch gerade. Du auch? Alter Schwede, was habe ich die letzten 2 Tage mit dir geredet? Wenn du das jetzt so siehst, okay, habe ich alles falsch gemacht, oder? Okay, dann er auch nicht. Tut mir leid. Die Leute da draußen denken, wir sind alle gestört. Erstens steht das doch sogar in euren RTL-Verträgen. Zweitens, niemand ist so gestört wie die Leute, die bei eBay Kleinanzeigen verhandeln. Dachten wir zumindest. Drittens, weil du dich auf Danger Dan eingelassen hast. Allerdings. Ich will ja nicht versuchen, irgendwie hier Papa zu spielen. Aber ich will schon versuchen, dass hier die Frauen respektiert werden. Verstehst du, was ich meine? Weißt du? Ja, aber ich weiß nicht, warum.
Daniel ist ja wirklich sowas wie Kryptonit für die Emanzipation. Wenn einer weiß, wie man sich in brenzlichen Situationen schützt, dann Philipp. Immerhin hat er sich in der vergangenen Folge als Frau verkleidet, damit Raffi ihn in Ruhe lässt. Ich würde gerne was sagen, wenn ich darf. Leider ist die Internetzeit ja begrenzt. Mehr Bullshit ertragen wir nicht. Das heutige Date gehört dir, Philipp. Wem möchtest du näher kommen? Entscheide dich jetzt. Ich nehme die Sam mit. Ich mache mich wirklich ein bisschen hübsch für dich. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich habe leider nichts mehr zum Anziehen. Das ist mein größtes Problem gerade. Also deine getragene Unterwäsche liegt garantiert irgendwo bei Daniel im Koffer. Leide doch sonst einfach was von Carina. Das ist zu Penner-Style hier, ne? Oder wie Carina sagen würde, Style. Ich dachte, ich finde hier meine große Liebe. Wieso? Hast du schon aufgegeben, Mara? Nein. Also. Das nicht. Der ganze Spaß hat doch erst angefangen. Ja, es sind doch schon so viele Paare hier entstanden. Ganz nette. Und unvergessen. Ah. Guck mal, da hinten die Figur. Heftig. Guck mal, wo siehst du sowas bei uns? Sowas siehst du bei uns nicht außer Disneyland. Disneyland oder wie der Wendler sagen würde, praktisch, für Laura muss ich nur den halben Eintrittspreis bezahlen. Dass RTL dieses Date nicht für Carina aufgehoben hat, das geht gar nicht. Das scheint gerade noch gemacht, ne? Ist noch nicht bunt. So Kultur interessiert mich einfach gar nicht. Ja, dann lass uns mal einen Bruder suchen hier. Schon heftig, oder? Es ist wirklich eine komplett andere Welt. Sam und Philipp, das ist eine sogenannte Bibliothek. Guck mal, diese Farben. Heftig, wa? Ein noch intensiveres Gelb kennen wir nur von Beates Restszenen. Danach trainieren sie schon mal für Januar. Bin mir jetzt an dieser Stelle tatsächlich unsicher, aber hat Sam jetzt mehr Hirn im Bauch als im Kopf? Stimmt mal bitte ab. Okay, vergiss es, Philipp, der ist 25, irgendwie kannst du vergessen. Ja, hat sich jetzt verändert, ne? Sam, der Wanderpokal aus dem Paradies. In der Villa bereiten sich in der Zwischenzeit alle auf die große Explosion vor. Ja, heute ist ja ein bisschen Beauty Day. Entspannen, Masken drauf machen, Augenbrauen zupfen. Da gibt's dann super Smoothie dazu. Okay, was sehen wir eigentlich genau? A. Schlecht geschminkte Männer, also eine durchschnittliche Douglas-Filiale in Köln. B. So würde es aussehen, hätte RTL Avatar gedreht. C. Schlümpfe, klar, mit schlechter Bräunungscreme. D. Keine echten Männer. Freunde, gut, dass ihr die Kriegsbemalung schon tragt. Es geht nämlich los. Mein Name ist Janina Selin. Beim Bachelor hatte ich damals den ersten Kuss ergattern können. Halt dein Damals hat man mich eher noch so als Drama-Queen und alles kennengelernt. Janina ist genau die, um die es im Lied Sweet the Psycho geht, nur ohne das Sweet. Sag einfach Hallo. Na, ich will einfach nicht. Mein Ernst, ich krieg gleich Herzinfarkt hier. Ich will nicht Hallo sagen. Dass Leute nicht Hallo sagen und nur eine Dienstleistung erwarten, das dürften viele der Teilnehmer hier kennen. Aber klar ist Carina natürlich sauer. Sie hat sich ihren Urlaub ganz anders vorgestellt. Alle Kameras sind auf sie gerichtet und es gibt keine lästigen Konfro-Expertinnen als Gegenspieler. Philipp wird sich freuen, wenn er sie sieht. Warum? Ja, sie hat doch erzählt, dass sie was gehabt hätten allen. Aber hatte sie nicht. Was macht die in Australien? Work and travel. Sie worked aber nicht, die durch. Böse Zungen fragen, wo ist da der Unterschied? Ja, das Niveau sinkt von Minute zu Minute. Wobei, war da mein Niveau? So, damit, die ist das? Ja, die ist das. Ach so. Und ihre ganze Fresse gebotox und immer noch Falten. Carina regt sich darüber auf, dass Janinas Künstlichkeit noch nicht mal gut aussieht. Carinas Wurstwasserlippen lachen laut. Janina gibt aber nicht auf. Yes! Meinst du, wir können mal quatschen kurz? Gerade nicht. Meinst du nicht, wir sollen das mal kurz klären? Für mich gibt's nichts zu klären. Bist du sicher? Ich weiß ja nicht, was los ist. Ich möchte nicht. Hast du gehört, wie lieb sie gesprochen hat? Das Maul. Carina gibt uns so viel und ihr fragt jetzt natürlich zu Recht, was außer falscher Grammatik? Na, und was brauchen wir mehr? Okay, sie ist krass, aber wenn sie zu mir sagt, Carina ist eine billige F***, okay, kann sie sich entschuldigen, weiß nicht, kann man über alles sprechen. Aber wenn sie schlecht über meine Familie redet, für mich, es ist halt keine Sache, die geklärt werden kann. Janina ist ein Mensch, die redet über alles schlecht, lacht allen ins Gesicht und redet der Tintenrum schlecht. Carina, bist schon ein bisschen assi, gell? Ich? Nicht nur, er meinte damit natürlich die komplette Sendung. Carina, ne, die gerade schlecht über Janina redet, ärgert sich, dass Janina schlecht über andere redet. Das ist wirklich nochmal Trash auf einer ganz anderen Ebene. Was hab ich gemacht? Anscheinend ist irgendwie, keine Ahnung, dass du irgendwie einen Elternteil beleidigt haben sollst. Ich habe keinen Grund, nicht in der Zeit, wo ich eh nicht da bin, weil es macht für mich keinen Sinn. Ich meine, sie hat jetzt natürlich ein sehr gutes Argument. Die Auswirkung ihrer Lästerattacken würde sie natürlich immer aus nächster Nähe betrachten wollen. Echt keinen Bock mehr auf diesen ganzen Dramascheiß. Sorry, aber damit bin ich eindeutig auf Carinas Seite, wenn du solche verletzende Aussagen da tätigst. Janina, oder mit anderen Worten? Entweder packst du jetzt deine Tasche und fährst, oder aber du packst deine Tasche und gehst. Aber warte bitte noch mal einen ganz kurzen Moment ab. Zurücklehnen, viel Spaß.
Dann kommst du in die Villa und willst ja, ein bisschen runterkommen. Dann siehst du Janine dann zu gehen. Die hat ja einfach komplett überhaupt nichts zu suchen. Die ist nicht hier, um die Liebe zu finden. Moment, Moment. Sie sucht nicht nach der großen Liebe. Das wäre ja so, als würde RTL bei Schwiegertochter gesucht Menschen vorführen. Das ist wirklich völlig ausgeschlossen. Janina? Ja? Hast du nicht vor einem Monat noch einen Freund, Digga? Nee, vor 5 Monaten. Vor 5 Monaten? Ich bin schon seit einem halben Jahr im Ausland. Ach so. Wie sieht's mit dir aus? Hamburg ist klein. Dass das aber dann noch so eskaliert, hätte ich nicht gedacht. Das ist also die Musik in den Ohren, von der immer alle reden. Aber ganz ehrlich, ich glaube ihr natürlich sofort, dass sie keine Freunde hat. So, so. Aber hat der Philipp vielleicht eine Freundin? Mann, Digga. Was wollte alles für Fame tun? Das ist unglaublich, Digga. Du, das frage ich mich bei dir jedes Mal. Ihr seid alle vom Bachelor und Bachelorette, so. Und du willst mir sagen, du bist hier nicht für Fame. So, ganz ehrlich, so, sei einfach ruhig. Lächerlich. Und Philipp so, ey, ich bin nicht wegen Fame hier, sondern wegen Urlaub, Essen und Alk for free. Sie hat halt guten Kontakt zu meinem, also zu einer meiner besten Freunde. Und dadurch habe ich sie kennengelernt. Auf einmal höre ich so, ey Bro, der hat mir erzählt, dass ihr euch geküsst habt im Auto und so. Ich sag, wie bitte? Und Digga, guck sie mal bitte an, Digga. Also ich meine, weißt du, hässlich ist sie nicht, aber schön ist sie jetzt auch nicht, Digga. Und Charakter hat sie auch nicht. Weißt du, was ich meine? Wenn du nicht weißt, was ich meine, sagst, dann weiß ich auch nicht, was du meinst. Ist doch völlig klar. Ratet mal, wer aufs nächste Date geht, bevor hier gleich die Hölle ausbricht. Genau, Janina und Daniel. Sie hat die freie Wahl, nimmt aber ihn. Oh mein Gott, wie dumm du bist. Das ist so, als würde man sich drum streiten, die Hundekacke aufheben zu dürfen. Daniel, beschreib doch mal deine bisherige Performance. Super peinlich. Und Janina, beweis bitte, dass du sehr gut lügen kannst. Ich freue mich tierisch über das Date. Allein, dass Daniel dabei ist. Und wenn du dich in 3 Worten beschreiben solltest. Sie ist verrückt. Lass uns Jetski fahren. Ah, ein Jetski oder wie Pilot Daniel sagen würde. Ausflug auf einer Luxusjacht. Auch wenn wir alle Hoffnung hatten, bei Daniel beißen noch nicht mal die Haie an. Lieber Gott, bitte mach was. Ah! Oh, mir zwar. Für keinen anderen Grund bin ich auch hier, gell. Ich will mich endlich wieder mal richtig verlieben. So wie damals, als er sich das erste Mal im Spiegel gesehen hat. So, wir machen das jetzt ganz schnell, aber der Neue spielt gleich noch eine wichtige Rolle. Er darf vor der großen Konfro nach Kimberly und Steffi kennenlernen. Hallo, ich bin der Christian. Ich habe ein paar Tattoos dazugekommen. Viele machen beim die Augen zu und denken an eine andere Person. Die beiden machen das beim Gespräch mit Christian wegen seiner Midlife-Crisis-Tattoos. Aber ich finde ihn gerade einfach echt gut. Praktisch. Kimberly ist so dünn, wenn sie mal keinen Bock auf Tanzen hat, kann er sich auch einfach einen Stock in den Arm nehmen. Wie sieht's denn in der Villa aus? So, Janina, erzähl mal, mich würde auch interessieren, was wir beide so in der Vergangenheit hatten. Also, wir haben einen Verlauf. In diesem Verlauf steht drin, dass wir uns getroffen haben. Habe ich nie abgestritten. Gut, du hast mich abgeholt, wir haben einen Abend zusammen verbracht, du hast mich nach Hause gefahren und hast dann versucht, noch mit Ohr nach oben in meine Wohnung zu kommen. Ey, bist du krank? Das guck dich mal an, du bist die Scheiße auf meinem Klopapier. Romantischer wird's heute nicht mehr. Das kommt dabei raus, wenn du wirklich jedes Format für Insta-Follower nutzen möchtest, aber das Kleingedruckte nicht gelesen hast. Das ist gerade ein Niveau hab ich auf jeden Fall. Du bist so unattraktiv, dass dich kein Mann haben möchte. Du bist einfach peinlich, okay. Du bist respektlos und hier gehörst du einfach nicht hin. Und dein Charakter ist auch hässlich. Okay, cool. Das war's von mir. Ich wollte einfach nur sagen, dass du eine falsche Schlange bist. Ich wollte einfach nur geklärt haben, dass die meisten Menschen wissen, wie du hier tickst. Okay. Und Jade, so beim Stichwort falsche Schlange, kann ich mir ein bisschen Nervengift abpumpen? Nur weil du einfach eine Abfuhr kassiert hast, heißt das nicht... Von dir? Habe ich von dir eine Abfuhr kassiert? Aber Bruder, wie kann man so eine Scheiße erzählen? Nee, keine Sorge. Sobald ich hier raus bin, werde ich alles raushauen. Alles. Bisher haben wir uns alle darüber geärgert, dass das Paradies ein Ort voller Emotionen ist und nicht voller Geschlechtskrankheiten, wie erhofft. Das heute macht aber wieder alles gut. Können wir das gerade bitte noch mal kurz in Slow Motion sehen? Und jetzt hältst du deine Schnauze! Ja, genau. Schäm dich! Ja, genau. Schäm dich! Ja, genau. Deine Eltern sollten dich für dich schämen. Wie kann man so beschämend sein? Lass mich auch in Ruhe, ich hab keinen Bock mehr. Es ist doch alles gut. Wie kann man so eine Scheiße labern, Alter? Ja, niemand fasst so eine Scheiße. Unschuldig. Genau aus diesem Grund bist du doch hier. Ja gut, aber unter ins Gesicht spritzen hast du sich trotzdem was ganz anderes vorgestellt. Jetzt klebt das so unangenehm. Hast du einen Freund? Nein, nein. Es gibt immer einen kleinen Teilbereich, der an jeder Geschichte die Wahrheit beinhaltet. Ich mache mir immer selber mein Urteil. Und das ist wirklich sehr gut. Als Sam ein heimlich mit Lippenstift geschriebenes SOS-Schild in die Kamera gehalten hat, dachte er, das hat sie für sein Flugzeug gebastelt, weil er ja Pilot ist. Ist halt für so einen Neuzugang relativ scheiße gerade. Es ist gemein, so mich anschreien zu müssen. Ist natürlich immer, dass man erstmal jemanden glaubt, der einem am Herzen liegt sozusagen. Ja, klar. Paul gibt dir kluge Ratschläge. Und wir alle dachten, Paul ist nur da, damit sich Raffi seiner Homosexualität bewusst wird. So, erstmal Entschuldigung für die ganzen Beleidigungen. Das meine ich nicht so. Ich bin ein bisschen aus Emotionen gekocht.
Aber für alles andere, was sie gesagt hat, dafür stehe ich immer noch. Ich bin ein bisschen aus mir geplatzt und ja. Das ist nicht einfach, aber eine Schwitzente. Ja, also ich esse auch gerne eine Schwitzente. Aber was ist jetzt mit Carina los? Ist da ein Partyboot vorbeigefahren oder warum weint die? Ja, es gibt vielleicht jemanden in Hamburg, den ich hier was klar machen muss. Und ich bin vielleicht einer Person da schuldig. Ja, für mich ist das Kapitel Paradise beendet. Hat Janina dann die Wahrheit gesagt? Wer alles nicht weiß, wie man jetzt glauben soll, bitte kurz melden. Philipp ist wirklich raus, aber das Drama noch lange nicht. Ich wusste das nicht, dass wegen so einer Scheiße sowas passiert. Was ist denn das? Ich will jetzt auch raus hier. Nein, ehrlich, ich soll das. Das ist doch krank. Das hat doch nichts mehr mit der Sache an sich zu tun. Das kann doch nicht wahr sein. Wärst du mal 2 Stunden früher gekommen, hätten wir uns noch kennenlernen können. Ja, wieso? Ich kann sie immer noch kennenlernen. Bist du ja noch da? Ja, komm. Alle 11 Minuten verliebt sich Samantha. Ich liebe alles. Ey, da vorne, was war denn das für eine Show da vorne? Die hat da geschrien gerade noch. Sie will raus, sie will heim. Hat das gerade war eine Show. Ja, das war eine Show. Samantha nimmt einfach das offizielle Motto der Sendung ernst. Prüfe, was sie ewig bindet. Ob sich nicht noch was Besseres findet. Ich kann jetzt nicht zu Christian sagen, hast du nicht Lust, mich weiterkommen zu lassen, damit wir uns weiter kennenlernen? Kannst du schon. Ja, könnte ich machen, kommt aber dumm. All in. Carina ist billiger als Jades Implantate. Ich glaube, die GZSZ-Autoren schreiben gerade alle fleißig mit und kopieren das einfach morgen 1:1 ins Drehbuch. Es ist noch lange nicht vorbei, jetzt spinnen sie wirklich alle. Ja, pass auf, Christine, ich will heute Abend gehen. Kein Bock mehr auf der Bühne. Willst du mich jetzt verarschen? Wir können uns gerne, wenn du willst, draußen kennenlernen, aber ich hab keinen Bock mehr. Wenn unser kleiner Marco Isch oder Misch oder Disch sagt, stirbt irgendwo ein Logopäde. Weiter. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Nee, jetzt ist vorbei. Ich gehe heute Abend. Ich mach meine komplett am Arsch, wie ich so eine scheiß TV-Show, Alter. Was machen wir hier? Sag doch mal, was ist das hier? Okay, Marco, also heulen solltest du vielleicht auf der Schauspielschule noch mal üben. Siehst du sie? Guck mal, was das für eine falsche Bazille hier ist. Ich will nicht sagen... Was hat deine falsche Bazille mit dir oder mit mir ja, zu tun? Ja, gar nichts hat das. Da komm mit mir raus, dann klären wir uns draußen. Was willst du draußen weiter klären? Dafür sind wir hierher gekommen, Mann. Wenn du dich hier nicht verliebst, wo dann? Wie traurig ist das denn? Wenn Marco sich jetzt von Christina trennt, dann verliert er auf einen Schlag einen ganz großen Teil seines IQs. Wie viel noch mal? Zu 96%. Und dann kommt auch noch die Nacht der Rosen. Sam, Kimberly, wer war das nochmal? Egal. Und Janine Christine sind raus. Janine Christine wird garantiert eine Brieffreundschaft mit dem Mann Aurelio beginnen. Ja, sie weint so ein bisschen, weil der Brief vom Mann Aurelio einfach ein bisschen schöner war. Was war das für eine Folge? Wem glaubt ihr, Philipp oder Janina? Ich bin mir irgendwie unsicher. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da. Oder wenn ihr abonniert habt, aktiviert die Glocke und gebt mir natürlich einen Daumen nach oben. Hier gibt's Rafis kontroverses Outing. Viele sagen, das war nur Show. Dann wäre das wirklich ziemlich hart. Schaut's euch mal an. In der Folge ist noch so viel mehr passiert, deswegen ich verlinke euch die ganze Folge unten in der Beschreibung. Dann viel Spaß mit allem und bis dann. Ciao.